Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Wir sind in Missouri und das hat einen ganz einfachen Grund. Das Turnier fängt heute an, Freunde. Ich habe, ohne Witz, habe ich fast vergessen anzumelden. Ich dachte so, heute Mittag irgendwann so, warte mal, heute war das Turnier. Und ich hatte schon Panik, dass man das bis einen Tag vorher sich anmelden konnte oder so. Aber es ging zum Glück noch bis 14 Uhr, bis zum Turnierstart. Und dann habe ich mich noch so um 13 Uhr irgendwas ich angemeldet. Holla die Waldfee, das war knapp, fast hätte ich es verpasst. Aber trotzdem können wir jetzt spielen unseren Crappy Valentine Cup. Erste Runde Mystery. Wir können uns die nochmal kurz angucken. Die Bedingung ist auf jeden Fall, dass wir nur mit der Pose fischen. Einen Setzcatcher verwenden. Ich hoffe, den habe ich, aber müsste ich eigentlich. Wie immer werden die 10 schwersten Fische gewertet, die wir am Ende im Cache haben. 2 Stunden haben wir Zeit und Top 20 kommt weiter. Das ist, glaube ich, so das Größte und Gröbste an Regeln, was wir hier haben. Und der Rest ist eigentlich irrelevant. Wir können uns tatsächlich schon mal die Platzierung angucken, denn, oder auch nicht, okay, es lädt gerade nicht. Denn 232 sind fertig, 472 registriert, das heißt, noch ein paar fehlen. 77 sind gerade zugange, die gerade ihr Ergebnis eintragen. Und ich kann es leider nicht sehen, wer hier aktuell gut dabei ist. Warum geht das nicht? Ich will es sehen. Ah, jetzt sehen wir es. Also, da sehen wir es. Ist relativ knapp. 6-9-3-9-3-3 bis 6-7-4-3 in den Top 10. Aber die Top 20 kommen ja weiter. Aber auch da wird es am Ende dann halt relativ eng zugehen. Man braucht auf jeden Fall 10 Trophies. Ich habe mir gerade die Tipps schon mal von meiner Water Frank geholt. Also, check mal seinen Channel aus. Mal gucken, wo er am Ende landet. Er hat es auf jeden Fall auch aufgenommen. Ist aktuell Vierter. Könnt ihr da auch mal vorbeigucken. Und ich werde es jetzt genauso versuchen, wie er es versucht hat. Und dann gucken wir mal, wo wir am Ende landen. Wahrscheinlich irgendwo unten, aber man weiß ja nie, ne? Also, Phoenix 450 am Start. 125.000 ist ein bisschen hart, ich weiß. 04er Fluoro ist auch ein bisschen hart. Aber, hab keinen Bock mit der Stippe da zu angeln. Das dauert mir zu lange, bis er da von der Pötte kommt. Ist mir ein bisschen zu träge. Deshalb habe ich mich für die Phoenix entschieden. Den Blutegel werden wir voraussichtlich als Köder nehmen, aber erst in der Trophy-Beißzeit. Und die ist am Anfang noch nicht. Das heißt, am Anfang können wir eh ein bisschen rumpimmeln. Macht nichts. Da ist sowieso keine Action. Da können wir eigentlich am Anfang den Wachstum draufziehen und beten, dass wir damit vielleicht einen normalen fangen. 50 cm tief, 4er Haken. Und dann gib ihm. Heißt also, wir treten jetzt einfach mal in das Turnier hier ein. Ich starte mal hier. Und versuche dann mal die ersten Fischlein zu fangen. So. Stellen wir uns hier in den Spot und hauen das Ding dann hier hinter Schilf, haben sie gesagt. 10 Meter. Und da sollen wir Fische fangen. Was haben wir jetzt hier? 13 Meter. Ach, schon zu weit, Freunde. Schon viel zu weit. So. Das Ding ist natürlich, hier ist echt die blöde Strömung im Missouri. Das fuckt mich ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Gerade von dem anderen Spot, den wir ja gleich noch beangeln werden. Da haben wir halt wirklich, oh guck mal, schon der erste Zupfer hier. Da haben wir halt wirklich die Strömung direkt gegen uns. Und der kommt uns ganz entgegengeschwommen, was jetzt nicht so mega geil ist, ehrlich gesagt. Aber gut, da müssen wir durch. Ich habe es auch versucht von der anderen Seite zu angeln, aber das ist halt so ein Baumschirm im Weg. Und da schleift das immer drüber die Pose und ist echt nicht so schön. Oh, ich habe schon die schönen Ruckler hier beim Anschlagen. Aber der erste weiße Crappie ist in der Tasche, Freunde. Damit haben wir schon mal 138 Gramm sicher. Aber ihr seht schon, mit den normalen Crappies wirst du hier nicht weit kommen. 10 müssen wir fangen, das wären dann 1,3 Kilo. Das ist erstmal gar nichts. Jetzt sehen wir aber auch, dass wir letzter sind. Muss auch erstmal schaffen. Man muss erstmal letzter werden, wenn schon 287 Leute gespielt haben, ja. Das möchte ich mal anmerken. Ist mir auch gar nicht so leicht. Aber wir haben es grandios gemeistert. Aber auf jeden Fall scheinen die Crappies hier schon mal am Spot zu stehen. Das ist doch schon mal erfreulich. Und die Trophies beißen ab 10 Uhr bis 11 Uhr und von 12 Uhr bis zum Rest, von 11 bis 12 ist mal Pause. Heißt also, von 10 Uhr brauche ich mich dann erst richtig zu fokussieren und versuchen dementsprechend Fische zu fangen, weil jetzt ist eher so
Bisschen warm angeln, bisschen chillen, bisschen quatschen. Und dann wird das schon. Nächster Fisch ist dran. Auch den katapultieren wir hier raus mit unserer Phoenix. Auch das wieder ein Crappy mit 200 Gramm. Sehr schön. Können wir erstmal 10 Crappies voll machen und dann können wir die wieder ersetzen. Mit den Trophäenfischen dann dementsprechend. Also die dicken Dinger entscheiden sich am Ende natürlich. Vorher wird hier wenig passieren. Aber gibt uns ein bisschen Zeit. Was haben wir heute für einen Tag? Dienstag, da ist das Video, kommt Mittwoch, Freunde. Morgen ist es soweit. Kommt auf soweit, kommt raus. Checkt auf jeden Fall mal das Video ab, was ich gestern Abend noch hochgeladen habe. Ich werde eine Version von Call of the Wild verlosen, da mir Astragon das zugeschickt hat und ich das dementsprechend nicht für mich selber kaufen muss. Habe ich gedacht, hau ich das für euch einmal raus. Also könnt ihr das gewinnen. Ich habe eine zweite Version gekauft und die könnt ihr auch gerne haben. Checkt das einfach mal ab. Und dann geht es los. Freitag dann auch Livestream, 20 Uhr. Call of the Wild. Aber beim Alex auf dem Channel, weil das bei mir wieder nicht läuft hier mit meinem Internet. Aber macht nichts, wir zocken einfach Multiplayer ein bisschen Call of the Wild und dann läuft das schon. Dann bin ich zumindest im Stream vertreten, sagen wir mal so. Ja? Auch wenn ihr nicht meine grandiosen Schüsse sehen werdet, aber ist vielleicht auch besser so manchmal. Also da könnt ihr da auf jeden Fall nochmal vorbeigucken. Ich werde es auf jeden Fall nochmal ankündigen, Freitag. Habe ich, glaube ich, im anderen Video auch schon gesagt. Aber nochmal Freitag dann, wenn alles feststeht, werde ich es auf jeden Fall nochmal tun. Und hier ist es ein bisschen gerade tote Hose, aber jetzt haben wir auch einen Hänger. Wir werden nochmal einen Versuch hier machen. Und wenn ich dann wechsle, mal kurz den Spot. Dackeln einmal rüber auf die andere Seite. Und schauen mal, dass wir da vielleicht einen Fisch fangen. Na, guck mal, hier kommt schon der nächste Zupfer. Mal gucken, ob es dann auch ein Crappy wird. Denn es gibt natürlich hier Beifang. Gerade wenn wir mit Wachswürmer angeln. Aber wenn wir später auf die Blutegel umsteigen, dann hat sich das mit dem Beifang quasi erledigt. Weil dann fangen wir nur noch die guten. Die guten, dicken Fische. Okay, hier tut sich aber gerade nichts. Was ist das denn da gewesen? Ist Fisch gesprungen, glaube ich. Das heißt, wir können eigentlich hier erstmal cutten, weil jetzt am Anfang passiert eh nichts. Und wir sehen uns dann später wieder gegen Ende wahrscheinlich erst. Oder vielleicht zwischendurch mal, je nachdem, wie es läuft. Und gucken uns dann an, was wir so an Trophäenfischen fangen. So, jetzt kommen wir hier langsam in die heiße Phase, Freunde. 12 Uhr, aber wir sind auch 148. Aber jetzt beginnt die Trophy-Beiße bis zum Ende. Die letzte Stunde also nur Trophys. Ich habe schon 6 Trophys gefangen, weil von 10 bis 11 ja auch schon eine Beißzeit war. Da habe ich schon mal 6 Stück abgeräumt. Auch ein paar gute, ich glaube 740 Gramm ist mein schwerster. Hab noch ein 700er, ein paar 600er und ich glaube 2 500er und 400er oder so. Also es geht halbwegs. Aber jetzt müssen wir natürlich noch die letzten 4 Trophys voll machen und da haben wir schon. Nein, da haben wir den nächsten und ich habe verhauen. Ich habe verhauen, Freunde. Das kann nicht wahr sein. Das war natürlich immer ärgerlich, wenn es dann so läuft. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Jetzt werden wir die ganze Zeit den Spot wechseln. Je nachdem, wenn wir hier 2 Fische gefangen haben, wechseln wir rüber zum anderen Spot. Wenn wir da 2 gefangen haben, wechseln wir wieder zu dem Spot hier. Manchmal vielleicht auch 3, mal gucken. Je nachdem, wie sie beißen. Jetzt haben wir hier einen verhauen. Weiß nicht, ob ich hier jetzt dazu zählen soll oder nicht. Das werden wir gleich sehen. Wenn sich hier nämlich gar nichts mehr tut, dann wechseln wir. Den Spot hier mag ich sowieso nicht so, weil hier die Strömung uns entgegenkommt. Und das ist immer ein bisschen ungünstig, weil wir dann auf die lockere Schnur aufpassen müssen. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Müssen wir halt ab und zu mal ein bisschen spannen. Heißt also, wir brauchen noch so die 4 Trophäen-Crappies, wie gesagt. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir die kleineren Trophäen ersetzt bekommen durch größere, um eine Chance zu haben auf die Top 20. Denn da wird es relativ eng zugehen. Da kommt der nächste Biss. Diesmal dürfen wir den am besten nicht verhauen, wenn er denn anbeißt. Aber wie gesagt, auf die Blutegel kriegen wir halt wirklich nur die Trophäen-Crappies. Da gibt es auch keinen Beifang und gar nichts, glaube ich. Vielleicht ab und zu mal einen Wels, aber ich habe noch keinen gefangen.
Oh, sag nicht, der hat mich auch im Stich gelassen hier. Komm zurück, Crappy. Ne. Das sieht nicht so gut aus. Ich wechsle mal den Spot, Freunde. Gehen wir mal kurz hier rüber. Und laufen wieder zu dem, wo wir gerade schon mal geangelt haben. Nämlich direkt vor den Füßen. Brauchen wir nicht so weit werfen. War schon ein Ticken zu weit sogar. So, 10 Meter passt schon. Hoffen wir, dass jetzt hier die Crappies wieder zu Hause sind. Und wir hier vielleicht noch den ein oder anderen Trophäen-Crappy erwischen für unsere Sammlung. Das wäre auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, ja. Noch haben wir Zeit genug. Noch müssen wir nicht in Panik verfallen. Da kommt der Biss. Aber beruhigt bin ich erstmal, wenn ich 10 voll habe. Ja, dann können wir uns immer noch verbessern. Erstmal die 10 voll machen. Und dann abwarten. Aber gerade in der einen Ingame-Stunde haben wir ja 6 Stück gefangen. Also ist das auf jeden Fall machbar, hier in der restlichen Zeit auch noch zu fangen. Das war immer wieder nur 500. Ja, das bringt mir nicht mehr so viel. Am Ende zumindest nicht. Wir sehen hier, das sind hier meine vier, die ich neu ersetzen muss. Und das hier sind meine Trophäen-Crappies. 700, 600, 700 und 2500er. Da kommt der jetzt dazu. Was echt nicht so geil ist, aber was soll man machen? Erstmal die 10 voll, wie gesagt. Heißt, ich werde versuchen, hier noch einen zu fangen an der Stelle. Oh, 8 Meter ist vielleicht ein bisschen sehr kurz. Weil ich auch noch Zeit für den Anschlag brauche, aber gucken wir mal, ob der überhaupt einer anbeißt. Zur Not könnten wir auch noch die Schnur ein bisschen abschwimmen und weiter nach hinten gehen. Um ein bisschen mehr Reaktionszeit zu haben für den Anschlag, aber das lasse ich jetzt mal und versuche das mal so. Erstmal müssen wir überhaupt einen Biss bekommen. Aber wir sehen auch hier schon, wie eng der Teil zugeht, ne? Ich habe halt einen Trophäen-Crappy gefangen, aber ich bin vielleicht nur 3 Plätze nach oben oder so. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber auch hier, ja. Alle so im 900er-Bereich hier. 4999, 4991, 4929, 4909. Also, das wird letztendlich wieder eine richtige Gramm-Entscheidung, vor allen Dingen oben in den Top-Platzierungen. Also, so beten, dass wir da noch und ich warte an Land ziehen, aber bei mir tut sich hier gerade leider gar nichts. Das ist ein bisschen schlecht. Die sollten eigentlich ein bisschen besser beißen. Komm schon, du kleiner Crappy. Am besten noch so ein 700er direkt hier. Da müssen wir nämlich weniger ersetzen. So müssen wir die halt alle doppelt fangen. Da haben wir zwar Trophäen-Crappies, aber die bringen uns nichts für den Sieg. Also müssen wir jetzt hier zusehen, dass wir irgendwo die guten, dicken Crappies herbekommen. Aber ich glaube, ich muss schon in den Spot wechseln. Weil mir jetzt der eine hier scheint sich jetzt nicht zeigen zu wollen. Ah doch, da kommt nochmal einer. Auch der zieht mal ab. Haben wir den nächsten. Was bringt der für Waage? Ja, immerhin 623. Schon mal etwas besser. Jetzt arbeiten wir uns langsam oben. Jetzt haben wir hier 2 gefangen. Ich wechsle wieder den Spot rüber. In der Hoffnung, dass wir hier jetzt auch wieder welche fangen. Und dann heißt es beten, dass er groß genug ist für unser Vorhaben. So, Pose raus. Was haben wir geworfen? 24, ja komm, machen wir auf 23, dann passt das schon. Treibt eh hier hin. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob wir hier auch noch ein paar Trophäen. Jawohl, da zupft er schon. Ja, jetzt muss er nur noch abziehen. Und dann muss ich den Anschlag durchbekommen. Wenn er jetzt ein bisschen länger hier wartet, dann muss ich schon fast meine Schnur wieder straffen. Na komm. Zieh ab mit dem Blutegel. Ach ja, genau. Das war nämlich dann das Problem. Ne, da war die Schnur schon wieder nicht mehr straff genug und wir kriegen den Anschlag nicht durch. Das ist halt immer echt ärgerlich hier in dem Spot. Aber wie gesagt, wir müssen wechseln, um die Bissfrequenz aufrechtzuerhalten. Also machen wir das auch.
und beten dann, dass es beim nächsten besser klappt. Das wäre schon wieder der nächste gewesen. Hätten wir nur noch einen gebraucht, aber jetzt zupft hier auch schon wieder einer. Vielleicht kriegen wir den jetzt wenigstens mal durch. Oder ist er auch schon abgehauen? Ne, ist noch da. Ich spann mal ein bisschen. Ist er weg? Scheint so. Scheint wieder abgezogen zu sein. Das ist natürlich dumm. Denn so werden wir hier keine Fische fangen. Also die Stelle hier will mich gerade ein bisschen verarschen, ja. Gerade hier schon Anschlaffhauen und einer nur am Zupfen. Jetzt schon wieder Anschlaffhauen und einer nur am Zupfen. Das sind schon wieder wertvolle Fische, die uns durch die Lappen gehen. Kommt der nächste Biss. Der zieht ab und der hängt auch. Sehr gut. Auch ein Crappy ist es. Was hat er? Der ist ein kleiner. 300. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das bringt mir ja fast gar nichts. Außer, dass da Trophäe hintersteht, aber mehr leider auch nicht. Ich werde hier nochmal einen Wurf versuchen, bevor wir dann wieder rübergehen. Machen wir die Zähne noch voll, wa? Wenn noch einer anbeißt, wenn nicht, gehen wir natürlich sofort rüber. Aber versuchen wir zunächst erstmal die Zähne voll zu machen und dann müssen wir erstmal ersetzen. Heißt, wenn ich jetzt einen guten Fang halbwegs, dann sind wir so bei 6 Kilo, sag ich mal. Wobei, was habe ich für einen? Nee, nee, der müsste dann zu gut sein. Aber bei 5, 8, 5, 9, so was. Ein 800er gibt es, glaube ich, nicht. Deshalb können wir den nicht fangen, weil wir noch einen 200er haben. Aber, ja, wobei, wir haben knapp unter 500 Gramm. Ne? Also, das geht doch schon mit einem 700er, glaube ich. Mit einem guten 700er sind wir auf jeden Fall bei 6 Kilo. Und dann können wir den 300er auf jeden Fall noch gut ersetzen. Aber das wird halt oben so eng, denn das sehen wir jetzt schon mal den ersten drei. Also wird echt spannend, was man da letztendlich dann benötigen wird. Aber hier kommt nicht mal mein Zupfer jetzt. Ich glaube, ich muss mal wieder rübergehen. Oder will hier noch einer? Doch, da will noch mal einer. Der sagt mal kurz Hallo, ich spanne mal kurz die Schnur hier, indem ich einfach die Route nach rechts nehme. Ah, zupft immer noch. Ein bisschen spannen. Komm, jetzt können wir den Anschlag gut durchkriegen, jetzt muss er abziehen. Er wehrt sich noch. Ist ein Vorsichtiger. Das ist ein großer, Freunde. Das ist ein ganz großer. Den haben wir. Der hängt. So, damit haben wir 10 Trophäen voll. Und das ist ein 700er knapp. Ja, das ist ein Tier. Das nehme ich auf jeden Fall. Das heißt, den hier lassen wir frei. Und den hier behalten wir. So, jetzt sind wir 86. mit 5,9 Kilo. Und müssen uns verbessern. Ich gehe wieder rüber. Und mit hier weiter angeln. Und jetzt heißt es, die letzten 100 Gramm hier irgendwie noch rausholen. Denn dann wären wir auf jeden Fall Top 10. Und das müssen wir jetzt irgendwie hinbekommen. Das ist jetzt alles, was uns noch übrig bleibt. Heißt aber, ich werde das hier erstmal cutten. Und wir sehen uns dann gegebenenfalls am Ende nochmal wieder. Was heißt gegebenenfalls? Auf jeden Fall, wenn wir dann Richtung Finale kommen. Zumindest finale Phase der Qualifikationsrunde. So, die letzten 5 Minuten brechen an. Ich habe ja nochmal angefangen mit 674, was ganz okay ist, aber ich fange nicht so die Monster. 551 ist, glaube ich, mein leichtester, ne? 555, jawohl. Also lassen wir den frei und behalten den und sind 26. Das Ding ist, ich glaube, egal ob Top 10 oder Top 20, wir werden wieder knapp scheitern. Ganz ehrlich. Von der Masse her habe ich gut gefangen. Muss ich sagen, ich habe viele Trophäen gefangen, auch jetzt in der Zeit noch.
Aber alle so 300, 400, 500 Gramm. Ich habe jetzt schon größeren Haken dann gemacht, um wirklich nur noch vorzugsweise die größeren zu erwischen. Aber auch das hilft nicht mehr so wirklich. Mir würde jetzt so ein 700er echt helfen. Weil ich glaube, so ein 700er, 740er, sagen wir mal, würde mich auf jeden Fall in Tank katapultieren. Ist also noch möglich in 4 Minuten. Aber unwahrscheinlich. Also wir haben gerade gesehen, 550 ist der leichteste, den wir noch haben. Und mit 190 Gramm wären wir halt dementsprechend bei 6,82 ungefähr. Und das sollte auf jeden Fall reichen für Top 10. Aber dazu müsste ich halt den Fisch noch fangen. Und da sehe ich leider schwarz in 3 Minuten. Mir hat also wirklich wieder der eine 700er gefehlt. Letztendlich, um uns da gut zu positionieren. Echt ärgerlich. Aber so war es eigentlich ganz gut. Und ob es dann letztendlich gereicht hätte am Ende, weiß man sowieso nicht, weil das Turnier so gestreckt ist, dass es auf jeden Fall noch jetzt aktuell knapp 9 Stunden läuft, glaube ich, oder? Ne, sogar 10. 10,5 sogar noch. Mein Gott. Riesenturnier noch. Von daher kann man jetzt sowieso nicht sagen, wann was gereicht hätte. Aber ich hätte auf jeden Fall gute Karten gehabt, wenn ich jetzt schon mal oben dabei gewesen wäre. Denn viele haben natürlich ihr Ergebnis auch schon absolviert. Die Amerikaner kommen jetzt wahrscheinlich größtenteils noch. Aber wenn wir zumindest in der Top 10 gewesen wären, hätten wir vielleicht gute Karten gehabt, nicht aus der Top 20 rauszurutschen. Deshalb heißt es jetzt nochmal 2,5 Minuten Daumen drücken, Freunde. Aber hier zupft auch nichts. Doch, da zupft was. Da zupft was. Das müsste jetzt ein guter sein. Vor allem müsste der erstmal anbeißen. Dann noch zupft auf jeden Fall. Jetzt einfach beten. Einfach beten, dass der abzieht und das ein guter ist. Was anderes bleibt uns nicht über. Jetzt nimm ihn. Er zieht, er hängt. Was haben wir für einen? Was haben wir für einen? Der sieht klein aus. Scheiße. Oh Gott, genau so was habe ich nämlich die ganze Zeit gefangen. Und damit reiste hier leider überhaupt gar nichts. Oh, der Wurf war schon mal scheiße. Den machen wir nochmal. Der war ein bisschen sehr kurz. Könnte sogar schon fast der letzte Wurf sein, indem wir jetzt hier uns begeben. In der Hoffnung, mit dem letzten Fisch den Lucky Punch zu setzen. Und ansonsten gibt uns das die Gelegenheit, morgen dann in, wo ist es? Colorado, glaube ich, Fuß zu fassen. Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, wie man da große Crappies fängt. Von daher wird das mit Sicherheit ein großer Spaß werden. Eine Minute 20. Wenn es sich langsam aber zupft, dann wird das ganz eng. Weil ohne Zupfen können wir dummerweise auch nichts fangen. Und dann bleiben wir hier knapp hinter den Top 20 zurück. Da haben sie es extra aufgestockt, um auch mir die Chance zu geben. Aber es war echt, als wenn einer so einen Schalter umgelegt hätte, ne? Auf einmal haben nur noch die kleinen Crappies gebissen. Was ist kleine? Das waren halt schon Trophäen, aber echt nur kleine. Da war nicht zwischendurch mal so ein 700er dabei. Das kam jetzt am Ende dann wieder, habe ich wieder einen 700er gefangen und glaube ich dann den 600er, den ihr gerade gesehen habt. Aber halt dafür, dass es halt eine Realstunde Zeit war und ich jetzt nur in den letzten 5 Minuten oder in den letzten 10 Minuten, sag ich mal, 2 Stück gefangen habe und davor halt 50 Minuten Bullshit, ist natürlich dann dumm gelaufen, kann ich nur sagen, ja. Da sitzt er dann nicht drin, das kannst du auch nicht beeinflussen. Das ist jetzt nicht so, dass wir keine gefangen haben. Ne? Hätte man das Problem gehabt, dass wir keine Trophäenfische gefangen haben, hätte man sagen können, okay, daran ist es gescheitert letztendlich. Aber so ist es halt wirklich einfach das Glücksprinzip gewesen, das Zufallsprinzip, was uns leider im Stich gelassen hat. 4 Sekunden laufen, wir können es sein lassen, 26. Aktuell, das reicht mit Sicherheit nicht, um hier weiterzukommen, weil dazu hätten wir schon mal mindestens in der Top 20 sein müssen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ein relativ gutes Ergebnis. Kann man mit zufrieden sein für die
Zahl der Teilnehmer sind wir zumindest so halbwegs um dabei. Ich glaube, 470 oder so haben teilgenommen. Natürlich noch nicht alle durch. Also werden wir vielleicht noch ein bisschen abrutschen auf, weiß nicht, ja, 35 oder so vielleicht. Vielleicht werden wir auch noch da bleiben. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder in Colorado und versuchen dann mal ein paar Crappies zu fangen. Muss ich aber erstmal gucken, wie das überhaupt da funktioniert. Ich weiß, wie man normale fängt, aber ob man auch spezifisch Trophäen fangen kann, weiß ich nicht. Wir sehen auch mit Blutegel, klar. Aber zu welchen Zeiten, weiß ich halt nicht. Und deshalb werden wir mal sehen, wie das da morgen läuft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.